würde gerne mal den Migrationsforscher Rüd Koopmans zitieren, der sagt, unter den Flüchtlingen, die möglicherweise dann auch demnächst nach Deutschland kommen, werden sich viele Hamas-Anhänger befinden. Und es wäre ein leichtes für aktive Kämpfer von Hamas und dem islamischen Dschihad, sich unter sie zu mischen. Das kann passieren. Wie gehen wir damit um? Darum wird es umso notwendiger sein, dann auch eine strengere Überprüfung stattfinden zu lassen. Und zwar nicht gegen die verfolgten Menschen, sondern im Interesse der verfolgten Menschen. Denn nichts wäre schlimmer, als wenn wir uns hier Schläfer ins Land brächten, die dann den Terror aus dem Land bei uns fortsetzen. Da ist größte Wachsamkeit geboten. Und da sind die Behörden, da sind die Schutzbehörden, da sind die Verfassungsämter und ähnliche mehr wirklich gefordert. Da ist auch eine enge Zusammenarbeit mit Israel erforderlich. Israel hatte ja mal den besten Geheimdienst aller Völker. Da wird man mit ihnen zusammenarbeiten müssen, um da zu sehen, sind es Leute, die unsere Hilfe bedürfen, oder sind es Leute, die unseren Staat kaputt machen wollen. Das ist in der Theorie so. In der deutschen Wirklichkeit ist es mittlerweile so, dass sich ein Gefühl von, ich sag mal, Kontrollverlust breit macht. Sie nicken, sehen Sie auch so? Ja, das war ein Problem. Auch bei der Flüchtlingswelle 2017. Mhm. Da waren die Menschen durchaus bereit, Großes zu tun für die echt Bedrückten. Aber es war ein Stück Kontrollverlust. Es war nicht mehr gesteuert. Wenn einfach eine Menschenmenge über die Grenzen geht, dann weiß ich nicht mehr, wer ist es. Und das, glaube ich, ist notwendig, zu wissen, woher kommt jemand, wer ist jemand und was beabsichtigt er, soweit man das feststellen kann. Diese Kontrolle notfalls auch an deutschen Grenzen wiederherzustellen, halte ich für notwendig und für richtig. Sie selber haben mal gesagt, Nächstenliebe kennt dann eine Grenze, wenn ich selber so ohnmächtig bin, dass ich diese Nächstenliebe nicht mehr ausleben kann. Das ist so ähnlich wie der Satz von Gauck, der gesagt hat, unsere Möglichkeiten sind endlich. Und das muss man, glaube ich, begreifen. Solidarität und Nächstenliebe ist das wichtigste Gebot der Bibel. Aber sie kann auch missbraucht werden. Und dann muss ich dagegenhalten und muss schauen, was kann ich mir und was darf ich mir und meinen Mitmenschen zumuten. Von Helmut Schmidt gibt es viele Aussagen auch zu diesem Thema, der immer wieder auch darauf hingewiesen hat und gesagt hat, wir müssen da ehrlich sein. Wir reden auch über verschiedene kulturelle Hintergründe. Wir reden über andere Religionen. Wir müssen aufpassen, dass wir irgendwann den Zusammenhalt der Gesellschaft nicht gefährden bzw. eine Gesellschaft nicht überfordern. Sehen Sie auch so? Ja, das haben Sie sich mal mit ihm darüber ausgetauscht? Ich weiß, dass Sie sich gut kannten. Jedes Mal, wenn ich früher in Hamburg war, solange er lebte, habe ich ihn besucht. Mhm. Und wenige Wochen vor seinem Tod schreibt er mir einen Brief. Lieber Theo Weigel, schreibe Ihnen ohne Anlass, will Ihnen nur meine Anhänglichkeit unter Beweis stellen. Freue mich, in Ihnen einen Freund in Bayern zu haben. So, also das ist ein Brief, mehr Liebe geht nicht, der mich sehr, sehr bewegt. Und es war interessant, mit ihm sich auszutauschen, über Gott und die Welt zu reden. Merkwürdig war immer, die ersten 10 Minuten brauchte er, um über Helmut Kohl zu schimpfen. Und dann fragte er mich, wer hat Bayern am weitesten gebracht? War es Montgelas oder war es Franz Josef Strauß? Und ich habe ihm gesagt, beide waren wichtig, aber es gibt auch noch ein paar andere. Aber zurück zu Helmut Schmidt. Korrekte Antwort lautet mit natürlich Markus Söder. Ist ja. Das war jetzt eine Frage, auf die ich nicht vorbereitet bin. So. Ich meine, aber zurück zu ihm. Er hat sich um die Frage Weltreligionen natürlich immer sehr gekümmert, zusammen mit Hans Küng. Und das bräuchten wir vielleicht wieder mehr, uns zu kümmern, wo sind die Gemeinsamkeiten, wo sind die trennenden Dinge. Die Eugen Bieser Stiftung hat das in den letzten Jahren versucht. Das, was Hans Küng da begonnen hat in Tübingen, müsste unbedingt fortgesetzt werden, um auch mit dem Islam eine kritische, produktive Auseinandersetzung durchzuführen. Was ist gemeinsam?
Und was ist etwas, was wir auf gar keinen Fall akzeptieren können, nämlich Islamismus als ja, gewalttätige Form des Umsturzes unserer Gesellschaftsordnung. Was hat Helmut Schmidt da in seinem ganzen Pragmatismus gesehen, was andere offenbar nicht gesehen haben? Ja, er hatte da auch nicht immer ganz recht. Etwa hat die eine oder andere Meinung von ihm, würde er vielleicht heute so ja, nicht mehr. Er hat alles sehr relativiert, gell? Aber das Tolle an ihm war, dass er als Staatsmann sich mit den Weltreligionen beschäftigt hat. Und da frage ich mich, welcher Politiker von heute beschäftigt sich noch mit theologischen Fragen, mit wirklich philosophischen Fragen? Das hat er versucht. Franz Josef Strauß konnte das. Helmut Kohl war ein Mann, der sehr stark in der Geschichte immer grübelte. Ein bisschen fehlen mir heute die Typen, die also neben der Pragmatik auch in der Programmatik ja, Tiefenwirkung hatten. Oder auch in der Polemik. Franz Josef Strauß war sicher ein Mann, dem Polemik nicht fern war. Aber es war Polemik mit Tiefgang. Oder Herbert Wehner. Wie habe ich mich über den geärgert, wenn er uns niedergemacht hat im Parlament. Aber es war eine Polemik ja, mit Ziel und auch mit Tiefgang, über die man auch mit ihm mal gelegentlich diskutieren konnte. Und das ist der Unterschied, aber ich will jetzt nicht die guten alten Zeiten beschwören, es war nicht alles gut, aber jedenfalls waren die Typen, die ich damals kennengelernt habe, ja, interessant. Nur weil Sie das gerade ansprechen, Herbert Wehner, und sagen, das hat mich echt geärgert. Was war der schlimmste Satz von Wehner über Sie? Also, das weiß ich nicht mehr, aber er hat mich in meiner ersten Bundestagsrede hat er mich stark genervt. Ich habe nämlich da gemeint, wenn ich einen Satz von Bert Brecht zitiere über den Umgang mit Geld, etwa, dass das eigentlich für jemand, der aus dem bayerischen Schwaben kommt, akzeptabel sei. Und darauf sein Zwischenruf, können Sie auch noch jemand anderen zitieren? Also, ich habe gesagt, kann ich selbstverständlich, aber Brecht müsste doch für Sie, Herr Wehner, genehm sein. Also, ja, ich habe ihn ganz am Schluss seines Lebens, trafen wir uns, als er die Ehrendoktorwürde einer israelischen Fakultät bekam. Da war ich zugegen und fragte ihn, Herr Wehner, darf ich Sie mal besuchen? Da schaute er mich an und sagte, kommen Sie vorbei. Es ist dann leider nicht mehr dazu gekommen. Ins Hier und Jetzt, Herr Weigel, wie schauen Sie auf dieses europäische Projekt? Wie schauen Sie auf die Tatsache, dass wir haben ja vorhin so ein bisschen gemeinsam diesen Traum geträumt, es ist 89, es ist 90, es ist irgendwann Wiedervereinigung. Und dann gehen wir in sehr glückliche Jahre und sehr glückliche Jahrzehnte, in jedem Fall aus deutscher Sicht. Und plötzlich erlebst du, dass rund um uns herum die Ränder immer stärker werden. Plötzlich merken wir, dass Deutschland in gewisser Weise immer noch so eine Art Ausnahme ist und immer mehr wird. Plötzlich merken wir, was in den USA passiert, diese sehr extrem starke Polarisierung. Wir merken es plötzlich auch im eigenen Land. Wir sehen den Aufstieg der AfD. Wir sehen in Bayern einen Wirtschaftsminister, Hubert Aiwanger, der damit erfolgreich ist, sozusagen gegen die da oben zu wettern, obwohl er Teil von denen da oben ist. Wie geht es Ihnen, wenn Sie da drauf schauen? Ja, die Welt hat sich schon verändert. Aber es ist nicht alles schlecht. Mir geht es nicht um schlecht, aber sie hat sich verändert. Europa ist auch heute noch eine Insel der relativ Glücklichen. Und ich möchte nicht mit dem Europa tauschen, das wir vor 35 Jahren hatten. Ich habe mal mit Hans-Magnus Enzensberger darüber debattiert. Der schrieb ein kleines Büchlein von 35 Seiten. Davon waren 33 negativ über alles, was schiefläuft in Europa. Und zwei Seiten, da beschrieb er, wie schlimm seine Kindheit war und wie glücklich das ist, was sich dann in Europa an Freizügigkeit und so weiter ergeben hat. Und ich habe gesagt, lieber großer Meister, wäre es nicht gut gewesen, wenn Sie von den 35 Seiten vielleicht die Hälfte über die positiven Dinge Europas gesprochen hätten und geschrieben hätten. So. Und darum bin ich immer ein bisschen dagegen, nur das Negative zu sehen, nur die Probleme. Es gibt auch viele positive Dinge und Europa ist auch heute noch das tollste Friedensprojekt. Es hat viele Defizite, aber trotzdem für uns und gerade für Deutschland ein Riesengewinn. Und ohne Europa hätte es auch die Wiedervereinigung nicht gegeben. Aber was Sie natürlich darstellen, das ist richtig. Die eine oder andere Entwicklung
Vielleicht entwickelt sich Polen jetzt wieder anders als in den letzten Jahren. Wenn ich Orbán sehe, sträuben sich mir die nicht mehr vorhandenen Nackenhaare. Und natürlich auch mancher Rechtskurs, nicht wahr, wenn ich jetzt an die Slowakei und Ähnliches mehr denke. Trotzdem, wir haben es bisher immer geschafft, die auch zu integrieren. Und in verschiedenen Ländern, die ich sehr liebe, wie Niederlande und Finnland, das waren immer meine besten Freunde, die Finanzminister, die standen immer auf meiner Seite. Gell? Da hat es auch immer wieder Parteien gegeben, die alles andere als sympathisch waren. Und trotzdem haben es die Länder geschafft, am europäischen Kurs festzuhalten. Auch Frankreich hat es geschafft. Und wir werden es auch schaffen. Und dann muss man nur vielleicht auf etwas rekurrieren. Politik darf nicht in Hass und Wut erstarren. Und das findet im Moment in Deutschland leider auch statt. Es wird sehr destruktiv. Und da bin ich dran erinnert, vor 100 Jahren hat einer der bedeutendsten Theologen, Karl Barth, zwischen den Zeiten geschrieben, zwischen den Zeiten weiß man nicht, was kommen soll, man weiß nicht, was kommt. Aber zwischen den Zeiten ist man wahnsinnig stark im Negativen, kritisiert alles Bestehende und macht es fertig. Und das führt dann, kann zum Chaos führen. Genau. Und was der vor 100 Jahren geschrieben hat, 1922, ist heute wieder lebendig. So. Und da denke ich an die schlimme politische Theorie von Carl Schmitt. Der war einer der Chefideologen im juristischen Bereich, auch im Nazi-Deutschland. Später hat er sich davon etwas distanziert, wird aber heute noch, zu meinem großen Erstaunen, von vielen verehrt wie ein ganz Großer. Mhm. Und dessen Theorie bestand darin, das Politische als Freund-Feind-Verhältnis zu sehen. Und das ist eine Katastrophe. Die führt immer wieder zu solchen Auswüchsen. Politik bedeutet etwas anderes. Politik bedeutet Streit, Auseinandersetzung, und auch harte Attacke. Aber Politik muss auch bedeuten, in wesentlichen Dingen einen Dialog zu führen, Kompromisse zu schließen und wieder zusammenzukommen. Mhm. Und eigentlich ist uns das seit 1949 in Deutschland ganz gut gelungen. Mhm. Bei der sozialen Marktwirtschaft, bei der Errichtung der Bundeswehr, bei der Bekämpfung des Terrorismus oder dann später bei der Wiedervereinigung und bei der europäischen Einigung. Bei all den Dingen brauchte ich eine Zweidrittelmehrheit und hatte einen verantwortungsvollen, schwierigen, aber verantwortungsvollen Partner bei der SPD, nämlich Hans-Jochen Vogel. Und auch später, wenn ich daran denke, Agenda 2010, etwas Notwendiges und Richtiges, was Schröder durchgesetzt hat. Er konnte es nur, weil die CDU-CSU im Bundesrat und in den Ländern mitgemacht und ein solches Projekt unterstützt hat. Und drum, jetzt komme ich noch gleich auf den nächsten Punkt, hielte ich es für notwendig, große Projekte, die nur gemeinschaftlich gestaltet und bewältigt werden können, miteinander zu machen. Nicht in einer großen Koalition, aber in einer großen Zusammenarbeit zwischen Regierung und Opposition, wie es das auch in der Vergangenheit immer wieder gegeben hat. Und das ist die Flüchtlingsproblematik, das ist die Migration, das ist die Wirtschafts- und Finanzpolitik. Verteidigungspolitik. Das kommt gleich. Wenn wir am Schluss im Moment aller Länder im Westen stehen, dann ist es doch Alarm hoch zwei, darüber nachzudenken, wie kommen wir wieder zu Wachstum und wie können wir mit mehr Wachstum das Notwendige tun, auch konsolidieren und so weiter. Oder dann komme ich zur Verteidigung. Vor 70 Jahren ist die Europäische Verteidigungsgemeinschaft gescheitert. 1952 wurde sie etabliert und da erinnere ich mich an die großen Reden von Franz Josef Strauß, der damit die Bayernpartei im Grunde besiegt hatte. Bayernpartei heute so ähnlich wie Freie Wähler und Aiwanger. Mhm. Und Strauß hat die CSU dazu gebracht, nicht bayerischer zu sein als die Bayernpartei, bayerisch zu sein, aber auch deutsch und europäisch und hat die europäische Idee an die Spitze einer modernen Partei gerichtet. Und heute bräuchten wir wieder
eine europäische Verteidigungsgemeinschaft 2 nach 70 Jahren, um wenigstens die Rüstungsvorhaben und Ähnliches miteinander zu gestalten. Es ist doch absurd, wenn Amerika über einheitliche Waffen verfügt und wir in Europa über 10, 15 verschiedene Projekte. Also eine europäische Armee. Es muss nicht eine europäische Armee sein. Ich wäre schon zufrieden, wenn einige europäische Spezialtruppen gemeinschaftlich entstehen könnten. Und wenn der nächste Panzer, der nächste Fighter, die nächsten Projekte gemeinschaftlich gemacht werden zwischen Deutschland, Frankreich und Spanien und Italien. Das wäre notwendig. Und das anzugehen, wäre ein wahnsinniger Synergieeffekt. Und mit solchen Projekten könnte man auch den Menschen sagen, wir tun das Notwendige über Parteigrenzen hinweg. Und das wäre die beste Methode, um die AfD wieder zu eliminieren. Nochmal Franz Josef Strauß, weil Sie den so häufig zitieren. Von dem stammt ja auch sozusagen die Idee, rechts vor der CSU ist kein Platz mehr. Da gibt es niemanden mehr. Jetzt haben Sie in Bayern rechts vor der CSU, haben Sie noch mal 15%. Ich korrigiere Sie ungern, aber er hat gesagt, rechts von uns darf keine demokratisch legitime Partei entstehen. Ja, ist richtig. Auch zu seiner Zeit kam die NPD mal in den Bayerischen Landtag. Nicht wahr? Und auch zu seiner Zeit ist Schönhuber entstanden, nicht wahr? Der mit ihm früher mal befreundet war und dann knapp, ganz knapp an der 5%-Klausel in Bayern scheiterte und bei Kommunalwahlen und Europawahlen Erfolg hatte, bis zu 20%, und in mehreren Landtagen, nicht zuletzt Baden-Württemberg, vertreten war. Also das Ziel geht dahin, keine demokratisch legitime Partei entstehen zu lassen. Sind die Freien Wähler keine demokratisch legitime Partei? Nein, die Freien Wähler setze ich nicht gleich mit der AfD. Nein, das sind sie ganz sicher nicht. Sie sind rechts von der CSU. Sie sind rechts von der CSU. Und ich sage nochmal, die Bayernpartei hat es 10 Jahre gegeben. Sie müssen sich mal vorstellen, 1946 hat die CSU 52% geholt. 4 Jahre später, nachdem die Bayernpartei und der BHE entstanden waren, sinkt die CSU auf 27,3%. Fast die Hälfte. Und dann 1949 war die erste Bundestagswahl. Und da holt die Bayernpartei 11 Direktmandate in Oberbayern und Niederbayern und kommt mit 17 oder 19 Mandaten in den Deutschen Bundestag. Und Adenauer wollte die mit in die Regierung holen, um seine Basis zu verbreitern. Und Franz Josef Strauß hat gesagt, kommt überhaupt nicht in Frage. Die sind das Problem für uns und wir müssen diese Wähler wieder zurückgewinnen. Und 1950 hat Hans Ehard, der damalige Ministerpräsident, mit der SPD eine Koalition gemacht. Und 1957, nachdem die Viererkoalition zerbrochen war, hat die CSU nicht mit der Bayernpartei koaliert, was manche wollten, sondern mit der FDP und mit dem BHE. Okay. Und damit hatte Strauß natürlich eine andere Strategie, als die CSU sie in den letzten Jahren betrieben hat. Das meine ich. Das heißt, was ist dann oder was sind die Freien Wähler dann jetzt für die CSU? Die Freien Wähler sind unser Hauptgegner bei der nächsten Europawahl und bei der nächsten Bundestagswahl. Also man sollte sie nicht mit in die Regierung nehmen? Das ging im Moment nicht anders, das ist vertretbar. Aber die CSU muss immer wissen, wir haben auch eine andere Alternative. Und lassen uns von den Freien Wählern nicht erpressen. Naja. Die Grünen standen parat, die FDP. Ja, es wäre sogar mit der SPD. Die FDP steht es sogar mit der SPD, aber mit einer Stimme Mehrheit, ist ein bisschen knapp. Genau. Natürlich, die Grünen sind nicht gerade unsere politischen Freunde, das kann ich voll verstehen. Es gibt mehr Schnittmengen mit den Freien Wählern als mit den Grünen. Aber wenn die Freien Wähler darauf aus sind, uns sozusagen aus dem Bundestag zu kegeln, was bei dem gegenwärtigen Wahlrecht nicht völlig auszuschließen ist. Richtig. Dann
bleibt nichts anderes übrig, als einen harten Abgrenzungskurs zu verfolgen und klipp und klar zu sagen bei der Bundestagswahl, jede Stimme für die Freien Wähler ist eine Stimme gegen Bayern. Das heißt, da muss man einen massiven emotionalen Wahlkampf machen. Und bei der Europawahl, muss man sagen, ihr wart bisher mit einer Abgeordneten im Europäischen Parlament vertreten. Glaubt denn jemand, dass die Freien Wähler in Europa etwas bewegen, wenn sie mit ein, zwei oder drei Leuten dort sind? Aber emotional, Sie sagen, harter, ja, emotionaler Wahlkampf. Ich meine, wenn einer emotional kann, dann Hubert Aiwanger. Ja, das können wir auch. Also so ist es nicht. Sondern da muss man mal dem Hubert Aiwanger sagen, weißt du eigentlich, wie groß der Export Bayerns in die anderen EU-Ländern ist? Es sind 100 Milliarden im Jahr. Die bayerische Landwirtschaft 8 Milliarden. Dieser Herr Aiwanger holt sich vor 10 oder 12 Jahren den Herrn Henkel, einer der Mitbegründer der AfD und ein ganz harter Euro-Gegner und Skeptiker, und holt sich den. Ich habe ihm mal gesagt, wissen Sie, was für die bayerische Landwirtschaft es bedeuten würde, wenn die D-Mark da wäre und wir nur eine Aufwertung von 10% hätten? Das wäre ein Verlust von Hunderten von Millionen. Und wenn ich in Deutschland mir das ansehe, wir haben, glaube ich, einen Export von über 800 Milliarden Euro in andere Länder. 10% Aufwertung würde bedeuten 80 Milliarden weniger. Das wäre eine Massenarbeitslosigkeit, die in Deutschland stattfinden würde. Und mit solchen Argumenten muss man meines Erachtens dann vorgehen und sagen, das war deine Politik. Aber warum stellt, ich meine, es ist doch unfassbar ironisch, um es mal freundlich zu formulieren, dass ausgerechnet der Landwirt Hubert Aiwanger, der auch dieses Lied ständig spielt, ich bin ja eigentlich ein Bauernsohn und so Landwirt, weiter, ganz Jäger bodenständig, und Waldbesitzer. Jäger, so, Waldbesitzer, genau. Der, ja, ein Landwirt muss doch ein unbedingtes Interesse daran haben, in der EU zu bleiben. Ich erinnere mich, wir haben vor ein paar Jahren in England eine Reportage gedreht. Und war damals überrascht, dachte er, gut, auf dem Land wird man wahrscheinlich Leute treffen, die für den Brexit gestimmt haben. Es war natürlich ein kompletter Denkfehler. Auf dem Land, die Bauern, haben alle gegen diesen Brexit gestimmt, weil die sagten, wo bleiben unsere schönen Subventionen? Ohne die Subventionen gehen hier bei uns die Lichter aus. Jedes einzelne Schaf wird irgendwie von der EU subventioniert. Und dann wettert dieser Landwirt Hubert Aiwanger, der bayerische Wirtschaftsminister, gegen dieses Europa. Jedenfalls in der Vergangenheit. Ob er heute noch so denkt, weiß ich nicht. Aber, und geht durch. Ja, und das wird argumentativ nicht gestellt. Ja, wir haben zu wenig gemacht. Wir haben das zu wenig dargestellt. Ich habe ihm das mal unter vier Augen gesagt. Haben Sie darüber geredet? Ja, sicher. Ich habe ihn zufällig in Berlin getroffen. Sag, wie können Sie eigentlich als Agrarier einen solchen Unsinn verzapfen? Gell? Warum hat er das gemacht? Nur um Stimmen zu gewinnen. Ja. Ich glaube, dass er ganz genau weiß, was das für die bayerische Landwirtschaft bedeutet. Ich hätte ja nie in meinem Leben gedacht, dass Bayern mal und Deutschland mehr Käse nach Frankreich exportiert als Frankreich zu uns. So haben sich die Dinge gewandelt. Ja, das heißt also, ein Segen. Früher hat, das habe ich ja selber noch miterlebt, jede Aufwertung hat die Bauern in Deutschland Milliarden gekostet. Und wir mussten das aus dem Bundeshaushalt einigermaßen ausgleichen. Und das ist weg, seitdem es eine gemeinsame Währung geht. Die Bauern können kalkulieren und verlieren durch eine solche Aufwertung nicht mehr Geld. So, völlig unverständlich. Das heißt, genauso wie beim Impfen, er hat sich nur überlegt, wo gewinne ich noch mal ein paar Prozent für meine Freien Wähler und für meinen Siegeszug in der Politik. Wird ja auch noch ein bisschen ironischer, wenn man sich mal klar macht, da redet der bayerische Wirtschaftsminister. Das heißt, jemand, dem die Wirtschaft Bayerns sehr am Herzen liegen müsste, wettert aber gegen Stromtrassen. Ja. Es geht um Energie für sein Land. Es geht um Energie für Bayern. Ja, das ist richtig. Da gab es natürlich auch ein paar in der CSU, die also nicht so ganz intensiv für die notwendigen Stromtrassen waren. An wen denken Sie, aber außer an Horst Seehofer? Mir fällt im Moment kein Name ein. Aber Sie haben recht. Nicht? Auch das ist ein Punkt. Da muss man dann wenigstens zugeben, okay, da habe ich mich damals geirrt. Nicht wahr? Oder denken Sie an das Impfen. Er macht mit in der bayerischen Staatsregierung, wenn eine Impfkampagne gemacht wird, um also diese furchtbare Krankheit in den Griff zu bekommen.
Und dann sagt er, aber ich lasse mich nicht impfen, weil er genau weiß, es gibt auch 10-15% in Bayern, die Impfgegner sind, gerade in den Regionen, wo er herumwildert, nicht wahr? Und nutzt auch das aus. Und das ist Populismus, den man entzaubern muss, den man entlarven muss und den man ihm auf die Dauer nicht durchgehen lassen darf. Wie fanden Sie in dem Zusammenhang den Auftritt in Erding? Der Auftritt in Erding war schlimm. Der war schlimm. Der Markus Söder hat sich hingestellt und hat sich da auch ganz klar abgegrenzt und hat dafür nicht nur Beifall geerntet. Genau. Dann zu sagen, also die da oben haben den Arsch offen, ist schon ein bisschen unappetitliche Formulierung. So, 4 Tage oder 5 Tage später. Und wir müssen uns die Demokratie zurückholen. Da komme ich gleich. Aber 4-5 Tage später ist eine Wirtschaftsministerkonferenz. Und er stellt sich neben Habeck, den er direkt gemeint hat, hin und macht wieder ein gemeinsames Bild nach dem Motto, was schert mich mein dummes Geschwätz vor 4 Tagen. Sich die Demokratie zurückholen, ist nichts anderes, als was Gauland in einer schlimmen Art und Weise dargestellt hat. Und dann noch zu sagen bei Ihnen, das sei nur eine formale Demokratie, das ist schon bodenlos. Wie fanden Sie das? Ich fand das bodenlos. Etwa eine Ausrede, eine reine Ausrede, weil er dann plötzlich merkt, hoppla, überall kann ich mit den unsäglichen Plattitüden, die ich bei Volksfesten und sonst wo von sich geben kann, mit denen komme ich sonst nicht mehr durch. Und in dem Zusammenhang das Flugblatt. Was haben Sie gedacht, als Sie davon gehört haben? Das Flugblatt ist das eine, der Umgang mit dem Flugblatt das andere. Also zunächst, ich erinnere mich ziemlich genau an Dummheiten, die ich mit 17 oder 18 Jahren gemacht habe. Und ich habe auch Dummheiten gemacht. Eine war zum Beispiel, wenn es um Imitation geht, ich habe gern Leute imitiert, auch später Politiker, das haben die mir manchmal nicht verziehen, auch Strauß und Höcherl und ähnliche mehr, Ludwig Huber. Und ich kann mich erinnern, da war mal eine ganz fade Veranstaltung, Schulveranstaltung, und da sagte einer, damit es ein bisschen lustiger wird, kannst du nicht unseren Lateinlehrer nachmachen. Das habe ich dann gemacht, großes Gaudium. Ein halbes Jahr später bekam ich im Betragen die mindeste Note, weil sich das nicht ziemt. Also ich kann mich sehr genau daran erinnern. Wenn Hubert Aiwanger ja gesagt hätte, also da ist damals was Dummes passiert. Ich wollte meinen Bruder schützen, ich wollte meinen Eltern Ärger ersparen und habe deswegen das auf mich genommen. Tut mir heute leid. Dann wäre die ganze Geschichte selbstverständlich erledigt gewesen. Und jeder hätte gesagt, okay, jeder von uns hat auch mal Blödsinn gemacht. Das Ganze ist erledigt. Aber das in Schüben zu machen, je nachdem, was wann dann an die Öffentlichkeit gelangt ist, und dann noch mit sehr starken Gedächtnislücken zu arbeiten, wobei er ja alle Reden, auch im Bayerischen Landtag und sonst wo, frei hält. Und wer frei redet, hat meistens ein gutes Gedächtnis. Das ist etwas, was den Umgang mit dem Ganzen für sehr problematisch hält. Und tja, dass man damit 4% Zuwachs bekommt, indem man sich plötzlich als Opfer stilisiert, das ist eine bittere Erkenntnis. Aber auf die Dauer wird auch so etwas nicht anhalten. Auch da wachsen die Bäume nicht in den Himmel. Was haben Sie Markus Söder geraten in dem Zusammenhang? Ich habe ihm gesagt, lass dich nicht erpressen. Und ich bin überzeugt, dass er das auch selber so sieht und sich nichts mehr gefallen lässt. So wie er es gemacht hat, das glaube ich, war der richtige Umgang, etwa ihm die Fragen zu stellen. Er hat sich entschuldigt, okay, hat das versucht auch mit den jüdischen Gemeinden zu machen, das muss man akzeptieren. Aber ich bin ganz sicher, dass die Liebe zwischen den beiden stark abgekühlt ist.